Mal wieder schön auf Karpfen am Bernsteinsee. Geht doch immer wieder ganz gut. Und ja, ganz besonders gut geht es aktuell wohl hier an dem Spot. Es fängt auch schon wieder gut an. Ich teste gerade schon so ein bisschen und gucke, na, wie es denn so lübt. Ja, es fängt wie gesagt gut an. Frequenz startet. Ich habe gerade erst Futtermische rausgeschmissen. Und jetzt gucken wir mal, was hier so reinballert. Zack. Schubi, jawohl, auch mit dabei. Ich habe, glaube ich, jetzt mit dem Wurf. Zack. Genau, jetzt haben wir 5-mal die mittelgroßen PVAs draußen. 5-mal Futtermische quasi drin. Und ja, es fängt halt jetzt schon so langsam an. Die Kandidaten hier, die zählen natürlich nicht. Aber ab hier seit 5 Minuten an dem Spot. Und seit 5 Minuten, ja, schmeckt das doch schon ganz gut. Fängt gut an. Und ja, wir testen hier erstmal ausgiebig an der Stelle, wie das denn so weitergeht. Es wurden hier Trophies gefangen. Alter, leck mich fett. Gestern Abend im Chat, ich sehe hier eine Trophy nach der anderen. Southy hat hier ein bisschen was geschrieben und meinte, Alter, hier geht's richtig ab und hat schon wieder die Trophy gefangen und schon wieder fast Trophy und so weiter, richtig dicke Brocken. 124, genau, auf 124, 66 und auf 120, 55, zwei Spots, wo richtig wohl was rausgeht. Und ich teste jetzt hier, ja, mal was so geht. Das Ganze relativ fischig. Und ich muss gleich nochmal eben kurz reinschauen, wie ich das jetzt zusammengebaut habe. Fischig mit Oktopus beziehungsweise auch mit Kaviar. Wie gesagt, ja, der Anfang war schon nicht schlecht. Position hier auf der Map unten, genau hier auf G8. Und ja, jetzt kann es gerne losgehen. Gucken wir also mal, was sich jetzt tut. Jetzt haben wir natürlich gerade ein bisschen Mittagspause oder Mittagsflaute. Und dann denke ich mal, dass es gleich so Richtung Abendstunden auch langsam dann richtig reinballert. Dann sollte auch genug Futtermische vor Ort sein. Und dann kann das losgehen. Ich gucke gerade nochmal eben rein. Ich hatte hier das Ganze kombiniert. Einmal mit Kaviar hieß es und zum anderen mit Oktopus. Zack, da geht schon einer rein, der ein bisschen mehr Speck an den Rippen hat. Sehr gut. So. Und dann gucken wir mal, was denn von beidem besser läuft. Ich habe die Futtermische einfach mal wild genau so kombiniert mit Kaviar und mit Oktopus. Und bisher scheint das zu gehen, ne? Vielleicht mache ich einfach mal eine Route auch in Kombination mit Kaviar und Oktopus. Dann haben wir hier links Kaviar, Mitte Mischmasch und rechts kommt dann da, hier ist dann der, zack, uiuiui, der komplette Kaviar. Ne, links Kaviar, hier rechts dann der komplette Oktopus. Oktopus-Tintenfisch. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe hier gerade die Tagaras drauf. Heißt also hier nicht mit Shift einkurbeln, denn die kurbeln ja schon schnell genug für Karpfen. Das heißt, ich will das hier nicht so ganz übertreiben. Und ja, von daher bisschen auf entspannt, kein Stress, schön konstant einkurbeln, wenn er nicht will, dann will er nicht, einfach nicht übertreiben. So, komm ran hier, kann natürlich ein bisschen tricky werden gleich, wenn da was ganz Großes reingeht, aber das wird schon. An der Stelle übrigens hier auch gerade geflochtene, weil das hier so offen ist. Und ich dann doch lieber ein bisschen mehr Meter drauf hätte. Also ein bisschen mehr Schnur auf der Rolle. Mit der Mono hätte ich jetzt eher irgendwann um die 130, 136 Meter waren es, glaube ich. Das war mir dann doch ein bisschen zu knapp. Wenn denn mal hier was Großes reingeht, dann hätte ich auch gerne ein bisschen mehr Meter. So, was haben wir denn jetzt hier? Wehrt sich nicht großartig.
Das gleiche Spielchen auf der Tagara, da hätte ich gesagt, auf der Wenger hätte ich gesagt, oh, könnte schon bald eine Trophy sein. Bei dem jetzt hier weiß ich es gerade nicht. Ich denke mal 15 Kilo plus wird das irgendwie sein. Gucken wir gleich mal. Richtig abgezogen ist er ja nicht. So. Na, komm ran hier. Ich war schon lange nicht mehr auf Karpfen, ne? Und ich habe auch tatsächlich, gestern habe ich noch gedacht, ach ja, Karpfen. Aber eigentlich habe ich gar nicht so Bock. Aber irgendwo, wenn das so reingeht und wenn die Frequenz stimmt, kann man das machen, ne? So, Alden, jetzt guck mal ran hier. Da legt er sich hier schon quer. Sieht aus wie ein Spiegler, ne? Jo. So, nochmal rangekurbelt und dann Rindor. Jawohl. Na siehste, 15 Kilo Spiegelkarpfen. Schönes Gerät mitgenommen und auch direkt wieder rausgeschmissen hier. Natürlich hier auf 35 Meter Clip. Und zack, entspannt aus dem Handgelenk. Jo. Bremse lassen wir mal hier so auf 25. Ich glaube, das passt ganz gut. Und weiter geht's. Ja, das geht. Sehr schön. Ja, so kann das gerne weitergehen. Das fängt da schon richtig gut an. Größen sind auch sehr angenehm. Und hier ballert jetzt der nächste rein auf Kaviar. Wahrscheinlich kann man das auch sehr speziell machen, ne? Einmal komplett auf Kaviar, einmal komplett auf Oktopus nur gehen. Scheint beides aber zu funktionieren. Die Frage ist, wie unterschiedlich sind die Karpfenarten, die dann auf die unterschiedlichen Aromen anspringen? Gucken wir uns das einfach mal an. So, Kaviar ja auch ein absoluter Klassiker. Tintenfisch-Oktopus, übrigens die Kombination ja. Einmal Tintenfisch, einmal Oktopus. Gerahmter, okay, kleiner gerahmter, aber ein gerahmter. Gut, so, ich werfe da hinten den etwas größeren Baum an. Auf 35 Meter. Ja, dann landet man einfach hier so drin. Wahrscheinlich kann man sich auch hier so irgendwie hinstellen. Geht bestimmt auch. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht. Da hinten hingeworfen. Und ich habe jetzt hier einfach mal da angefüttert. Und dann gucken wir mal. Zack, was denn hier so geht. Also bis jetzt, wie gesagt, sehr zufriedenstellend. Ich warte jetzt nochmal ein bisschen die Abendstunden ab, was hier noch alles so reingeht. Und dann gucken wir auch gleich nochmal in den Kescher rein, ob sich das überhaupt lohnt hier. Jo, 17 Uhr, es geht also so langsam in Richtung Abendstunden. Mittlerweile nehme ich die PVAs auch schon runter. Also jetzt das erste PVA runtergenommen. Ich gucke gleich nach dem nächsten Drill auch nochmal rein in die Futtermische. Das hatten wir noch gar nicht gemacht. Gucken wir uns das PVA nochmal genau an, bevor es dann gänzlich runter ist. Und dann sollte es ja jetzt hier ausreichend Futter auch sein für die Abendstunden. Dann kann es losgehen. Ja, und dann werde ich so gegen 4 Uhr in der Nacht, werde ich dann nochmal dreimal Futtermische nachwerfen. Jede Route einmal sozusagen. Und dann reicht das auch ungefähr. Dann reicht das auch wieder für den Tag. Und dann vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei Futter mischen. Dann wieder um 16 Uhr später. So alle 12 Stunden mal so ein, zwei wieder nachlegen. Und dann mal gucken, wie lang denn dann auch der Spot aktiv bleibt. Auch das ist natürlich immer die große Frage. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn das hier irgendwann dann mal vorbei ist, geht es halt weiter zu dem Spot 120, 155. Das ist ja auch gar nicht so weit weg. 155. Hatte ich 155 gesagt? Egal. So, genau. Das ist hier die Kaviar-Kombi. Hier hatte ich gerade in der Mitte noch ein bisschen was geändert. Und zwar auf ein bisschen größer bin ich gegangen. Hier in der Mitte ist jetzt die Kombi Octopus Total. Also gar nicht wirklich, sondern nur eine Größenkombi. 16 und 20. Und hier außen ist Oktopus und Tintenfisch Mais rot. Tintenfisch Mais gelb kann man natürlich auch noch mit drauf machen. Ja, so sieht das dann aus. Hier haben wir sogar noch die Futtermische drauf.
Also gucken wir gerade mal rein. Ich glaube, da zuppelt schon wieder. Da ist schon wieder was dran. Wir haben Mais als Basis, Tintenfisch, Tintenfisch, Kaviar, Kaviar, Tintenfisch nochmal drauf. Und that's it. Warum die Kombi? Weil ich gerade ja, das beides reingeschmissen habe ins Wasser. Und ja, bisher funzt es. Vielleicht hätte es auch gänzlich ohne direkt funktioniert. Ich habe aber sofort mit Futtermische direkt mit rausgeschmissen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es hier vielleicht auch erstmal ohne geht oder erstmal gänzlich ohne großen Spektakel hier anfangen. Vielleicht erstmal nur mit Tintenfisch Mais hinstellen und dann mal gucken, was so geht. Zack, der nächste Spiegel. Die sehen so rötlich aus hier, ne, gegen Licht. Krass. So, und wieder raus damit. Also, Frequenz ist bisher schon richtig gut. Kann man so machen. Zap, zap. Und da geht es auch schon direkt weiter. Ja, kann man so machen. Gar nicht verkehrt für die kurze Zeit jetzt hier. Wenn jetzt noch die ein oder andere Trophy reingeht. Wie gesagt, zwei Routen auf aktiv und auf schnell. Und eine dann vielleicht parat haben für die dicken Brocken. Oder man macht es eben auch ganz entspannt. Sagt, okay, man macht das irgendwie so halb AFK. Und hat das nur so ein bisschen nebenbei im Blick. Haut dann halt überall die großen Boilie-Kombis drauf. Dann dauert es natürlich deutlich länger, bis da was reingeht. Dann würde ich aber, glaube ich, auch die Futtermische ein bisschen anders machen, das PVA. Vielleicht mit geschredderten Boilies irgendwie machen. Gar nicht so die Basis da reinmischen, sondern eben auch ja, nur große Boilies und Feed-Pellets rein, dass man dann auch nur die großen Brocken anlockt. So. Aber ich nehme auch gerne alles mit. Und mach Karpfenangeln gerne auf Frequenz. So. Ja, jetzt haben wir 18 Uhr. Ein bisschen warten wir noch ab, bis es dunkel wird. Und dann gucken wir nochmal in den Kescher rein. Na, hab ich schon überfüttert hier den ganzen Haufen oder was? Schon zu viel reingeschmissen. Kann natürlich sein. Dann würde ich gleich tatsächlich direkt in der Nacht, gucken wir mal, ob jetzt noch was reingeht, direkt in der Nacht den Spot wechseln. Hier sind gerade so ein paar kleine in Folge reingegangen, nach knapp einer halben Stunde. Ich habe aber auch, glaube ich, zu viel Futter reingeballert. Ei, 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 ei. Man sollte vielleicht doch erstmal vorsichtig damit sein. Ich habe bestimmt zu viel reingeballert. Ja, würde bedeuten, gleich in der Nacht. Guck mal, also ich lasse jetzt noch mal ein bisschen drin. Aber selbst hier auf der Großkombi, 16er und 20er Boilie, selbst hier ist gerade ein kleiner 2, Schuppenkarpfen draufgegangen. Immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn eigentlich nach ja, mehreren guten Großen auf einmal so ganz kleine kommen und dann mehrere von den kleinen in Folge. Immer so ein bisschen ungut. Ich meine, das kann man jetzt hier vielleicht noch mal ein bisschen aussetzen, bis in die Morgenstunden. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Einfach noch mal abwarten, bis in die Morgenstunden. Und wenn in den Morgenstunden dann immer noch die Kleinen kommen, dann Spot wechseln. Wie gesagt, 120, 55. Nach wie vor aber eine vernünftige Frequenz. Es bimmelt links, es bimmelt rechts. Also es lübt immer noch weiter. Anzahl der Fische passt auch jetzt hier, exakt 30 Minuten jetzt hier an dem Spot gewesen. 6, 12, knapp 18 Fische, zack, zack, da sind sie. Also, es geht und sie werden auch doch wieder ein bisschen größer, sehr gut. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Und da zieht er sogar ein bisschen ab, hat er Bock. Sehr gut. Den Bock lassen wir ihm auch. Bremse nicht zu hoch drehen, bisschen Spielraum geben. Wenn er abhauen will, dann soll er abhauen. Und ansonsten ziehen wir ihn dann halt einfach mal rein hier. So. Was macht der nächste? Der geht aber nicht in die Bremse, oder? Ne. Ja, da geht das. Nichts erzwingen. Schön auf entspannt mitnehmen. Ja, cool. Aber so kann das gehen. Werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen länger testen. Ein bisschen ausgiebiger. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Und ich bin gespannt, was da noch alles geht. Ich werde das einfach jetzt gleich so schön nebenbei. Wahrscheinlich mache ich gleich noch mal ein bisschen größere Boilies drauf. Und dann mal gucken, ob hier auf die großen Boilies auch ein paar große Brocken reinballern. So, komm ran hier. Da liegt jetzt ein olles Fass.
Kein Wunder, dass die Fische so bunt werden hier. So, zack, der Schubi. Direkt wieder raus damit. Und auf der 1 war auch noch was. Aber auch nicht ganz so riesig. Ja, also, so viel dazu. Halbe Stunde auf Karpfen. Ja, kann man machen. Sollte man eine halbe Stunde auf Karpfen gehen? Nee, länger. Stunde oder zwei am besten einplanen. Denn das Ganze mit Futtermische und so weiter, das muss sich auch richtig lohnen. Also, jetzt dann richtig durchziehen noch. Natürlich gibt es immer so ein paar Ruhephasen, also die Mittagsstunden. Ja, eigentlich immer Mittag, ne? Mitternacht und Mittag. Und das muss man halt im Blick behalten. Immer so gegen circa 4 Uhr ist für mich immer so die Zeit, wo ich anfütter. 4 Uhr in der Nacht, 4 Uhr am Tag. Und dann lübt es eigentlich ganz gut. Und wir sehen, es lübt hier auch noch weiter. Ich ziehe weiter raus, zieht auch raus. Petri, ihr Lümmels. Und ich bin gespannt, was ihr da so rausgezogen habt. Gerne auch mal Futtermischen reinschreiben, die ihr verwendet habt. Einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Hilft auch immer anderen noch. Vielleicht einfach mal gucken, wenn ihr euch da unsicher seid mit den Futtermischen. Oder auch mal ruhig reinschreiben, ob ihr es probiert habt, gänzlich ohne Futtermischer und PVA. Da wie gesagt erstmal nur vielleicht mit Mais testen, Tintenfischmais oder Kaviarmais hier. Und dann Stück für Stück mal mit kleineren Boilies ein bisschen größer werden. So, zack. Und der nächste. Jo, ich bin zufrieden. Ich mache weiter. Petri Lümmels. Daumen da lassen fürs Video. Kanal abonnieren, wenn es dir geholfen hat. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.